Hallo und willkommen zurück bei Factorio! So, wir machen weiter mit neuer Hoffnung. Du hast es geschafft, die Überreste des abgestürzten Raumschiffs zu lokalisieren. Jetzt kommt der schwierige Teil. Um mit einer ernsthaften Besiedlung dieses Planeten beginnen zu können, brauchst du die Daten des Bordcomputers. Der Computer wird dir die Erforschung fortschrittlicher Technologien ermöglichen und dir eine bessere Vorstellung der näheren Umgebung vermitteln. Die schlechte Nachricht ist, dass es eine große Alien-Basis ganz in der Nähe des Schiffswracks zu geben scheint. Egal, wir starten rein. Ach ja, falls Kommentare, ne, keine Ahnung, kann ich auf jeden Fall jetzt noch nicht beantworten. Normal, schwer oder leicht? Wir machen auf leicht, denn ich bin ein Noob. Ach so, Sektor wurde gescannt. Ich muss Tab drücken. Ich dachte gerade, okay, der lädt oder was? Ein kleines Schiffswrack wurde im Südosten lokalisiert. So, das gefällt mir eigentlich hier sehr gut. Wir drücken mal Alt. Muss ich gerade selber mal gucken, wie sieht's hier aus. Kann mich jemand hören? Unsere Bergbaustätten werden angegriffen. Wir benötigen Unterstützung. Gut, gucken wir mal hier. Dampf läuft. Wir haben hier eine ziemlich gute Produktion. Unsere Position ist 46.70,2.174. Ich wiederhole, unsere Position ist es mir doch egal. Kann mir irgendjemand hören? Du versuchst mit dem Funkgerät zu antworten, aber die Sprechtaste funktioniert nicht. Du hattest es schon vor langer Zeit reparieren sollen. Du hast soeben berechnet, dass der Ort mehr als 200 Kilometer von deiner jetzigen Position entfernt ist. Das ist zu Fuß niemals zu erreichen. Du musst eine andere Möglichkeit finden, um dorthin zu kommen. Nö, ich könnte einen Zug bauen, aber da muss ich ja zu Fuß hinlaufen. Fertige und platziere ein Labor. So, wir haben hier schöne Geschütztürme, das hätten wir am besten kopiert und dahin nochmal gesetzt. So, mal gucken, wie sieht's denn hier aus? Das ist doch schön, aber die befeuerten Greifarme finde ich scheiße. Egal, lassen wir. Hier wird die Kohle weggeballert. Hier geht Kohle hier runter, reicht auch für die. Oh, hier ist auch ein Vierer-Ding. Das ist natürlich auch eine feine Idee und das alles in eine Box. Können ja mal ein bisschen sammeln. Hier könnte man eventuell noch einen dran knallen. Aber der produziert ja dann nur hier unten, das ist ja auch doof. Ja, hier ist es natürlich doof, dass der die hier reinballert. Im Grunde soll der ja die hier nicht reinballern, sondern nur die hier. Aber gut. So, gucken wir uns das mal an. Das ist ja alles hier vorproduziert. Ne? Das ist aber schön. Schön viel. Aber hier sind auch schön. Strom. Ist auf jeden Fall schön gebaut. Ne? Ist jetzt nicht sonderlich. Ja. Ist optisch ganz schön gebaut. Sagen wir mal so. Ne? Das hier auch so schön effizient gebaut. Ungefähr so könnte man sich das auch vorstellen. Obwohl ich es andersrum machen würde. Ich hätte in der Mitte die Leistung mit den Metallplatten und außen die Teile mit Kohle und Erz aus dem einfachen Grund, weil wenn jetzt hier ja die Kohle und Erz ist, dann kann man das beliebig weiter nach innen, außen bauen. Ne? Dann, bei mir ist das dann immer so ein 40er Block. Ne? Dann hast du hier so 10 Öfen, 10 Öfen, 10 Öfen, 10 Öfen. Später dann natürlich mit den großen Hochöfen. Ich meine, ich hätte auch vorgefertigte Blueprints irgendwo. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich mal Blueprints gemacht. Ja, keine Ahnung. Huch. Muss ich mal gucken, wo die Codes sind. Ich hatte auf jeden Fall mal so für mein Solarteil und für perfekte optimierte Teile habe ich immer überall so Blueprints gehabt oder Verteidigungslinien. So, was sollen wir machen? Wir sollen ein Labor bauen. Ach du Scheiße. Labor wird immer so kompliziert. Wir knallen aber vier Labore mal rein. Ja, komm, alle. Ja, wir brauchen auch. Ach, aber jetzt haben wir hier die Verteilung. Das ist doch schön. Das machen wir erstmal hier. Den hin. Den setzen wir wieder hier hin. Den knallen wir mal hier rüber. Greifarm machen wir hier hin.
Aber ist ja schön, dass der die hier produziert. Okay, jetzt knallen wir die erstmal hin. Ich wollte wohl Automatisierung als erstes erforschen, doch andere Technologien könnten mir ebenfalls weiterhelfen. Nix. Ah, scheiße. Back, Kuh. Back. So, Teva-Forschung. Ah, dann könnten wir auf jeden Fall hier die schnellen, das sind die langen. Aber ich überlege erst auf die, hier auf die Logistik zu gehen für die schnellen. Die brauchen 20. Ja, komm, was soll der Geiz, ne? Optik ist eigentlich unnötig, braucht keine Lampen. Komm, wir gehen auf Logistik als erstes. Wenn das Labor mit Wissenschaftspaketen füllt, würde es beginnen, eine Einheit für dich zu erforschen. Technologien benötigen bestimmte Anzahl an Einheiten, um abgeschlossen zu werden. Mehrere Labore beschleunigen demnach die Erforschung einer Technologie, solange sie mit ausreichend Wissenschaftspaketen versorgt sind. Ja, so, was kosten die denn? Eisenplatten, Kupfer, das sind doch die schönen einfachen. Okay, wir müssen das jetzt hier mal optimieren, weil das gefällt mir hier nicht. Und wir optimieren das jetzt hier mal, das gefällt mir so nicht. So. Weg. So. Und jetzt bauen wir direkt hier nochmal eine Buchse. Oder bauen jetzt erstmal hier die 20, weil ich kann auch keine Montagebuchsen bauen, weil ich jetzt zuerst das andere bauen wollte. Mein Fehler. Ach, weißt du was, ich baue das ganze Teil hier mal weg. Das ist alles so unoptimiert gebaut, das gefällt mir so gar nicht. So, jetzt knallen wir hier noch einen hin. Wie war das nochmal? Alt, Linksklick? Nee. Jetzt muss ich gerade mal STG Linksklick. STG Rechtsklick. Alt Rechtsklick. Nee, Shift Rechtsklick. Links. Wie kann ich das nochmal kopieren? Ah, hier. Shift Linksklick und jetzt. Shift Rechtsklick und dann Shift Linksklick. So. Ja, muss ich mir erst nochmal wieder reinfinden hier. So. Ja, komm, knallen wir schon mal 10 rein. Ach ja, der hat keinen Strom mehr, komm. Soll der mal schnell forschen? So, die machen wir mal weg. Dann solltest du Montagemaschinen zur Automatisierung der Produktion der Wissenschaftspakete verwenden. Ja. Wir bauen das jetzt alles mal ein bisschen unnötig. Denn unnötig. Man muss es ja nicht unbedingt schön haben, aber ich will es lieber unnötig haben. Warum? Warum nicht? Wir bauen es unnötig. Deswegen bauen wir jetzt, erforschen wir auch zuerst hier die Logistik, damit wir die unterirdischen Dinger und die schnellen Greifarme bekommen. Machen wir so ein unterirdisches Tor und dann bauen wir hier dann die Montageteile rein. Aber ich baue jetzt hier nochmal ein Labor, damit es schneller geht. So, rin mit dir. Na komm. Auch noch eine Holzkiste. Wie sieht es stromtechnisch aus? Perfekt. Komm, wir forschen direkt nochmal 10 hinterher. Die ballern wir danach nochmal rein. Ach, was soll der Geist? Die knallen wir dann hier in den hier. Was ist denn da los? So, wie viel haben wir fertig? 4, ja komm, rin. Aber weißt du was, dann bauen wir direkt den 4. auch noch und knallen wir den auch noch hier rein. Können wir direkt mitforschen, geht schneller.
Wir haben sogar aus irgendeinem Grund Kohle. Warum haben wir Kohle? Hier schenke ich dir. Da sind 3, hier sind 3, 4, 2, okay. 3. So, knallen wir so rein. Schön, Forschung fertig. Direkt hier auf Automatisierung. So, bauen wir direkt mal 5 von denen. So, jetzt können wir die hier direkt wegmachen eigentlich. So, die kommen weg. Und wir bauen jetzt mal 10 von denen. So, die markieren wir hier. 2 hier rüber. So, Automatisierung ist auffällig. Gut, jetzt ruppen wir alles weg. Denn jetzt wird nämlich gebaut. So, hier ist jetzt keine Verbindung. Brauchen wir aber auch nicht. So, wir bauen jetzt... Ja, wir fangen mal mit 2 an, werden wahrscheinlich aber mehr brauchen. Dann knallen wir einen hier hin. Ach komm, wir bauen 3. So, mittig und hier. Also noch 2 nach unten. So, wie knallen wir den hin? So, STRG rechts. Hallo? Also STRG Shift rechts kriegt, Shift links kriegt, Shift. Oh. Scheiße, Mann. Ich verwechsel es immer. Also Shift, Rechtsklick, Linksklick, Linksklick. Okay. Also Shift, Rechtsklick, kopieren. Ich vergesse das jedes Mal. So, dann knallen wir hier die Labore hin. Die knallen wir am besten nach unten hin. Ja, 4 ist auch wenig. Normalerweise knall ich da mal so mindestens 20. Hier könnten wir aber theoretisch noch die langsamen. Egal, wir gehen jetzt nur noch auf schnelle Greifarme, weil alles andere ist Müll. Kein Mensch mag langsame Greifarme. So. Voll dunkel hier, vielleicht sollte ich doch mal Lampen bauen. So, jetzt bauen wir hier aber noch eine kleine Spirale ein. Mache ich normalerweise eigentlich nicht. Machen wir jetzt aber, damit die dann immer so im Kreis laufen. Normalerweise mache ich das nicht. Machen wir aber jetzt, weil wir im Moment ja nichts anderes brauchen als die roten. Wenn wir die, sobald wir die anderen nehmen, brauchen wir andere Sachen. Sollen wir direkt auf Stahl gehen? Nee, mache ich eigentlich nie. Komm, wir bauen uns erstmal Lampen, damit man was sieht. Ich hasse Lampen eigentlich. Wie sieht es stromtechnisch aus? Läuft noch. Ja, wir könnten schon mal eine Produktion aufmachen für die hier. Das heißt, wir müssten die herstellen. Jetzt geht's langsam los, ne? So, das heißt, wir müssen jetzt mehrere Produktionen bauen. Wir bauen eine Produktion für Fließband. Also wir bauen jetzt erstmal, warte, wie viel haben wir? Oh, scheiße, das war ein bisschen viel. Läuft. Logistik 2? Nee, bauen wir nicht. Filtergreifarm, den nehmen wir mal. Wo ist denn jetzt hier der Ding jetzt hier? 30 Stück. Wir bauen mal 10. Wir bauen mal 10 Lampen hinterher, damit wir mal hier so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können.
Mach ich eigentlich nie, aber was soll der Geiz? Könnten eigentlich noch einen da hinsetzen. Ein Vierer noch. Auch jetzt ab. Oh. Dann nicht. Ich weiß gar nicht, warum die mir noch 5 von den Dingern eingepackt haben. Die haben eigentlich so krass ausgebaut hier, das wir eigentlich nicht brauchen. Ah, komm, wir machen das hier wieder weg. Müll. Unnötig. Zack, rin hier. Okay, jetzt gucken wir mal, was brauchen wir hierfür? Ja, okay, ja, dafür brauchen wir den Müll. Hierfür nicht. Okay, dann setzen wir jetzt hier nochmal 2 von denen hin. So, wenn mich nicht alles täuscht. Shift, rechtsklick, Shift, linksklick, hat funktioniert. Tun wir mal die Kisten hier weg, die tun wir mal nach hier hinten. Ja, wir wollten ein paar Lampen platzieren. Damit wir ein bisschen was sehen. Ich weiß, die Forschung ist durch. Jetzt erstmal ein paar Lampen irgendwo hinsetzen. So, reicht. So, den setzen wir nach da. Na komm. So. Hier bauen wir jetzt 2 Dinge. Normalerweise habe ich da auch ein festes Schema. Ich baue das jetzt mal ein bisschen anders. Hier machen wir das so. Hier machen wir es so und den knallen wir aber hier rein und hier bauen wir dann direkt D da raus. Und holen dann aber auch von hier noch. Huch. So. Natürlich braucht der Strom. So, der knallt in eine Truhe. Jetzt brauchen wir hier natürlich auch eine Truhe. Komm, gib mir die Truhe. Verstehe, jetzt reichen die hier nicht mehr aus. Machen wir die mal weg. So, wir können wieder was forschen. Bauen wir die nächste Montage-Dings. Ja, hier fehlt die Truhe. Ach, jetzt haben wir die. Egal, wir gehen hier auf Stahlkisten. Wie? Was habe ich denn jetzt gemacht? Huch! Öffne die Truhe. Ja, das kennen wir doch. Hä? Öffne die Truhe und verschiebe den gesamten Rohholz mit Control, linke Maustaste auf einen Stapel Rohholz. Ja. Ja, das kennen wir doch. Hä, was für... Schiebe Kohle in den Ofen durch Benutzung von Control-Linkstick auf dem Ofen. Was will der von mir?
Kohle in den Ofen durch Benutzen von Control und Linksklick auf dem Ofen, während du Kohle im Cursor hältst. Ja, das mache ich doch. Oder meint der? Ach so, einen Moment. So meint er das, glaube ich. So. Ja, komm, kann ich jetzt hier wieder raus? Rechte Maustaste. Was? Was will der von mir? Oh, ich will das nicht lesen. Öffne die Truhe und platziere eine einzige Eisenplatte. So. Was will der denn jetzt von mir? Es gibt viele interne Gegenstände, Sondertasten unter in der Tabelle mit weiteren STG. Verschiebe alle, ja. Schön. Rechtsklick verschieben, nur die Hälfte, ja. Shift. Ach, ich hab grad Shift. So, alle. Hälfte. Stapel nehmen. So, und jetzt? Beenden. Danke. Weg hier. Gott sei Dank. So. Ja, jetzt brauchen wir mehr Metallplatten. Schön. Das ist natürlich der Vorteil. Wir begrenzen das hier. Ne, damit die wir jetzt nicht so unnötig viel von dem produzieren. Es wird ja natürlich jetzt so viel Metall verballert. Wir müssten eigentlich eine neue Produktion aufgeben. Das ist jetzt ein bisschen traurig. So, wir ersetzen erstmal diese ganzen Mülldinger. Jetzt bauen wir erstmal neue. So, Automatisierung beendet. Automobil braucht den, braucht auch grün. Gibt es noch was ohne grün? Kugelkraft. Ja, komm, wir gehen auf Geschütztürme. Stimmt, wir werden ja jetzt auch angegriffen eigentlich. Ach, wir haben hier auch Verteidigung. Da haben wir Verteidigung, hier haben wir Verteidigung. Oh, wir wurden aber mal angegriffen. Habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt. Wir können aber ein paar Reparaturteile herstellen. Machen wir mal 5. Und dann reparieren wir mal. So, wir ersetzen jetzt erstmal. Hier ersetzen wir nichts. Die können so bleiben. Ja, die ersetzen wir auch noch nicht. Dann behalten wir erstmal. Ja, komm, wir gehen mal schnell hier noch auf die Feuerkraft. Jetzt würde ich am liebsten direkt auf die gehen. Aber da fehlt mir jetzt das Eisen. Ja, ist halt einfach zu wenig, 8. Ja, die würden jetzt hier so lang ballern, bis hier voll ist. Okay, der ist voll. Okay, bis die halt voll sind, würden die jetzt ballern. Ach komm, was soll der Geiz? Ich brauche den ganzen Müll weg. Wir können uns ja erstmal hier so was Schönes bauen, bevor wir jetzt hier irgendwann abschließen, alles durch haben. So. Huch, ach Kacke. Noch irgendwo was kaputt? Na, wo ist es kaputt? Wobei eigentlich auch schade, wenn wir uns hier jetzt so ein Riesenteil bauen,
Und dann am Ende die gar nicht brauchen. Was brauchen wir denn für den Greifarm? Brauchen wir noch die Elektronikteile? Ich hasse die Elektronikteile so sehr. Das heißt, jetzt müssen wir Kupfer hier rüber kriegen. Vielleicht eine andere Idee. Kann man natürlich alles optimiert schön bauen, ne? Machen wir aber nicht. Wir bauen es scheiße und ekelhaft. Normalerweise brauche ich immer für die Grünen so ein richtig dickes Paradies an Teilen. Es gibt auch mehrere Arten zu bauen, ne? Es gibt so, ich baue meistens immer so Produktionsstätten. Normalerweise brauche ich eine riesen Produktionsstätte nur für hier die, wie heißen die nochmal? Wie heißen die Dinger? Eisenzahnräder. Und dann verteile ich aus dieser riesen Produktion an Eisenzahnräder zu allen Teilen, die das brauchen. Dann hast du so einen riesen Komplex an Eisenzahnräder, die dann überall hin verstreut werden. Das sieht richtig episch aus. So, das sieht zwar richtig episch aus, ist aber nicht so effektiv. Als wenn wir jetzt zum Beispiel wie hier bauen würden. Ne, um die hier zu produzieren, bauen wir nur ausschließlich ein Teil, das nur hier reinliefert. Nicht so wie hier in das. Ne, das ist halt so eine ziemlich krasse, das sind halt so zwei sehr große Unterschiede, die einen erheblichen Unterschied machen, wie man baut. Okay, so, jetzt produzieren wir die. So, dann müssten wir, scheiße. Wir setzen nochmal eins zurück. So, wenn ich jetzt hier den reinknalle. Ach, kacke. Kack mir in den Schuh. So. Dann brauchen wir das ja so doch nicht. Dann knallen wir den noch einen rüber. Ich habe jetzt überlegt, willst du jetzt einen großen Greifarm bauen oder nicht? Aber habe ich dann gesehen, unnötig. Machen wir es so. Setzen wir hier unten noch eine Truhe rein. Einfach nur, weil ich kein Dings bauen wollte. Oh nein, ich habe einen scheiß Greifarm. Wir machen das ja nur hier jetzt für die Grünen. So. Kann man in den hier denn Grüne bauen? Na. Gucken wir mal. Kann man, okay. Komm, wir machen hier mal die Bäume weg, die sind im Weg. Mann, ist das scheiße überlegt. Egal. Das ist richtig scheiße gemacht hier. Aber es funktioniert. Und das ist doch die Hauptsache, oder?
Am liebsten wäre mir eigentlich, wenn wir freies Spiel machen, dann wäre das alles ziemlich easy. Aber ich bräuchte tatsächlich noch mal so eine Truhe, die mir hier die Dinger herstellt. So, wichtig ist halt zu beachten, dass die Dinger immer auf die nächste Seite legen. So. So, sollen wir direkt aufs Auto gehen? Oder auf die Logistik für schnellere Teile? Boah, das sind aber 200, ne? Wir müssen nochmal langsam auf Stahl gehen. Gut, hierfür brauchen wir noch den Motor. Für den Motor brauchen wir Stahl. Ja, komm, wir gehen auf den Stahl. Scheiß drauf. Also so wie ich es jetzt hier gebaut habe, würde ich niemals in einem offenen Spiel bauen. Ich wollte es nur nochmal sagen, bevor jetzt alle haten oder so. In einem offenen Spiel würde ich noch behinderter bauen. Ja, theoretisch müssten wir die Öfen erweitern, weil so kommen wir nicht weiter. Ich probiere mal was aus. Was tut der denn da? Einfach so. So, ne? Wenn man dann jetzt hier so macht. Na, man sieht ja schon, worauf ich hinaus will. Komm, wir sparen. Wir bauen jetzt erstmal noch ein paar Gründe. Haben wir Stein irgendwo? Haben wir irgendwo Stein? Wir müssen noch irgendwo Stein haben. Da ist Stein, okay. Und Gegner kommen. Und er hat keine Muni. Scheiße. Wir müssen mal Munition produzieren. Weißt du was, wir machen das so. Komm, mach hin. Gib mir die Kabel! Jetzt haben wir schon mal zwei. Muss mal gucken, wie viel wir hier maximal hinkriegen. Okay. Das wird eine Tortur, nachher alles auf Rot abzugraden. Ich sag's dir. So. Ist jetzt auch überhaupt nicht auf Schön oder Optik. Einfach nur noch reingeknallt. Rein theoretisch. Könnten wir hier auch noch ein paar hinsetzen, ne? Wenn wir jetzt hier noch
Ah, scheiße, jetzt gib mir mal. Noch ein paar Metallplatten. Das würde gehen. So. Das heißt, wir brauchen nochmal 5. Können wir noch einen hinsetzen? Mann, sieht das jetzt kacke aus. Aber was soll der Geiz, ne? So, ist irgendwo dunkel? Boah, hier ist noch alles dunkel. Ja, hier oben ist auch alles dunkel. Wir müssen unbedingt Munition herstellen. Da unten ist zwar noch genug, aber hier oben geht die Munition aus. Haben wir noch? Nee. Gib mir Stahl! Ich meine Eisen! So. Hab ich irgendwo noch eine Truhe? Nee, habe ich nicht. Noch eine Eisentruhe. So, dann haben wir auch schon Munition, wird jetzt hergestellt. Ja, Rohrleitung haben wir eigentlich schon. Rohrleitung. Hier, die Dings haben wir genug. Auch, die sind nur scheiße langsam. Die könnten wir mal upgraden in blaue. Wir könnten mehr Forschungslabore auch bauen. Ja, bauen wir nochmal 4. Aber dann können wir hier schon mal alles wegholzen. Das muss alles weg. Ich meine, solange wir brauchen, sind sowieso alle tot, bis wir da sind. Ne? Ist ja jedem klar. Von daher machen wir uns da gar keine große Mühe. Sondern spielen einfach, haben ein bisschen Spaß und sind dann beleidigt, wenn unsere Basis weg ist. Weil wir die Mission geschafft haben irgendwann. So wie das eigentlich fast in jedem Strategiespiel ist, das ich dann immer spiele. Da brauche ich immer so eine riesen Basis mit so einer ultra gigantischen Verteidigungslinie und sowas. Ja, und dann gewonnen. Und dann ist vorbei. Und dann bin ich immer traurig. Jetzt müssen wir natürlich hier noch Strom durchknallen. Gib mir mal mehr von dem Zeug. Ich brauche keine Kohle. Kugeln sind durch. Ah, hier brauchen wir 100 von denen. Ja, okay, gehen wir auf den Motor. Theoretisch müssten wir auch schon langsam die Produktion hierfür vorbereiten. Oh, so viel mehr braucht die gar nicht, ne? Doch wir haben das alles so scheiße ineinander verschachtelt gebaut, dass es nachher übelst kompliziert wird, hier die verschiedenen Ressourcen rauszuholen. Mich kotzen die Gelben an, ne? Würde ich am liebsten direkt ändern. Weil man könnte ja sagen, ja, dann änder es doch einfach. Oh, der hat nicht mehr viel.
Wie sieht's munitionstechnisch aus? 3 und 8, okay. Das müsste ein bisschen reichen. So, Shift rechts, STG rechtsklick. So, den Rest behalte ich. Ich glaube, ich baue mir auch noch ein Maschinengewehr. Weil die setzen wir einfach nach da hinten, machen wir das so. Pistole kommt eh irgendwann weg, wenn man die richtigen Waffen haben. So, 56, 40. Was haben wir hier unten? 16, 16. Aber hier kommen auch nicht so viel. Oh, das wird aber eine große Armee. Warte, wir helfen hier beim Kampf. Wir sollten uns auch eine Rüstung bauen. Ach, die müssen wir erst erforschen. Das ist schön, einfach Leertaste gedrückt halten. Ich glaube, wir bauen uns noch so einen Verteidigungsturret hier neben. Haben wir schon Mauern? Wir haben Mauern, wir haben nur kein Tor. Tor müssen wir erforschen. Aber das ist ja kein Ding. Wobei, theoretisch könnte ich auch noch einen hier reinsetzen. Wo noch? Ich hab doch alles jetzt repariert, oder nicht? Ich habe gesehen, es wird. Ach, siehst du hier grün. Müssen wir mal mehr produzieren. Theoretisch könnten wir das sogar. Komm, wir stellen uns mal hier hin und sammeln alles ein. Wir brauchen unbedingt grün. Die roten. Na, scheiße. Jetzt habe ich hier wieder Müll im Inventar. Und wir verbessern den. Können wir direkt den nächsten bauen? So, dann verbessern wir den auch. Vielleicht können wir den auch ver. Ja, wir können direkt noch einen. Schön. Und so kann man eigentlich langsam alle mal austauschen. Na, jetzt brauchen, müssen wir aber einen ganz neuen bauen, weil jetzt will ich nicht tauschen, sondern will einen neuen bauen. Okay, oben wird wieder geballert. Wir müssen echt die Verteidigung erhöhen. Motor ist fertig, Auto. Brauchen wir den. Gut, bauen wir den. Brauch die Roboter, die können dann für mich die Bäume hier fällen. Aber wir sind halt ein Mensch, ne? Wir müssen jetzt hier erstmal alles abholzen und dann alle Ressourcen verbrauchen, die es auf dem ganzen Planeten gibt. Also wir müssen den komplett ausbeuten. Da stand zwar besiedeln, aber in Wirklichkeit meinen die ausbeuten. Ne, ist ja klar. Aber weiß ja jeder, ne? Also. So, Shift rechtsklick, linksklick, linksklick. So. Hat funktioniert. Gott sei Dank. So, dann machen wir das schon mal so. Läuft. Hätten wir den auch erweitert. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!